Naja, am Ende sind Unternehmen nicht anders als Menschen. Das ist nicht einfach, sich zu verändern. Das kostet immer Energie. Ich glaube, es braucht eigentlich optimalerweise drei Dinge, damit es richtig gut läuft. Also ich glaube, es braucht eine gewisse Bewegung weg von dem Status quo. Es braucht aber auch was Spannendes, Neues, was sich lohnt. Und optimalerweise hat man noch einen Weg, der dahin führt. Das ist auch die Herausforderung. Diese drei Dinge gibt es nicht immer. Manchmal hat man vielleicht keinen Grund, warum man sich wegbewegt, sondern nur, wo man sich hinbewegt und den Weg. Oder ich glaube, was es dann auch sehr wichtig ist, ist gerade dieses, sich mit kleinen Dingen anzufangen, schnell Erfolge zu haben. Das ist am Ende auch nichts anderes, als wenn man am 1. Januar oder am 2. Januar ins Fitnessstudio geht, wie viele Menschen da sind und große Pläne haben. Und die, die es dann meistens machen, die fangen vielleicht einfach nur mit 10 Minuten Gehen an und bauen das dann Stück für Stück auf. Ja, ich glaube, was eine der größten Veränderungen bei uns war, war natürlich Corona. Also aus verschiedenen Gründen. Natürlich erstmal von der Kundenseite. Wir sind sehr stark in Büros unterwegs und während Corona war ja quasi keine mehr im Büro. Das war eine Veränderung, die kam natürlich erstmal von außen. Auch nicht so schön für uns, weil wenn kein Kaffee getrunken hat, wird es halt knapp bei uns. Hat man halt auch einfach so spontan reagiert. Ne? Also ich glaube, das ist das eine. Das andere, was natürlich dadurch dann kommt, ist dieser Trend zu mobilen Arbeiten, viel mehr digital, was ja auch wieder sehr schön ist. Also wir merken es auch bei uns, dass der eine es mehr, der andere weniger nutzt. Also wir haben welche, die kommen, glaube ich, einmal die Woche rein, andere sind jeden Tag da. Und daraus ergeben sich ja auch für jeden wieder Vorteile. Das heißt aber auf der anderen Seite auch einen stärkeren Abstimmungsbedarf. Wirklich schwer ist es halt, glaube ich, dann mit diesem Widerstand umzugehen. Ne? Also Widerstand an sich ist ja nichts Schlechtes. Also lieber Widerstand, als wenn jemand so gar nicht reagiert, dann hat man in der Regel auch schon damit abgeschlossen. Das ist ja auch etwas sehr Individuelles. Also auch da, jeder fragt sich bei einer Veränderung, was ist drin für mich? Und wenn halt für einen selber nichts drin ist, dann ist es meistens schwer, eine Veränderung voranzutreiben. Und das ist dann, glaube ich, auch sehr wichtig zu überlegen, okay, wie kann man etwas schaffen, was für die Person auch drin ist, ne? Also, wenn ich sage, ich möchte, dass der Prozess nicht mehr linksrum, sondern rechtsrum geht und man es halt gewohnt ist, immer linksrum zu gehen, dann hat das ja auch was ein Stück weit mit seinem Selbstbild zu tun, ne? Also, gerade wenn man sagt, okay, so rum wäre es vielleicht einfacher, dann hinterfragt man ja auch die Arbeit, die man die ganze Zeit geleistet hat. Ich glaube, da ist dann wichtig, in die Diskussion zu gehen, das auch zu erklären, dass das eine Vergangenheit ist, das andere ist Zukunft. Aber natürlich kann es am Ende immer noch sein, dass man nicht überzeugt ist. Und dann braucht es manchmal, glaube ich, auch die Klarheit zu sagen, das ist jetzt aber der neue Weg. Das ist dann ein bisschen wie wenn man alle Brücken hinter sich abbrennt, dann geht es halt nur noch nach vorne. Und ich glaube, diese Balance hinzukriegen, das ist das Entscheidende. Also ich glaube, was wir aktuell sehr stark vorantreiben, wo wir auch noch lange nicht am Ende sind, ist das Thema, wie können wir stärker als Team agieren? Da gehören so Dinge zu, wie jetzt eine Einführung von Teams, um die Kommunikation zu erleichtern, gerade wenn auch nicht mehr alle im Büro sind oder ein Teil im Außendienst ist, also so eine übergreifende Plattform zu schaffen. Aber auch das Thema, wie gehen wir mit Spannungen um? Also in einem guten Unternehmen gibt es immer Spannungen, ne? Das ist einfach so, weil man aus verschiedenen Perspektiven kommt. Mit diesen Spannungen umzugehen, ist ja die Frage, ne? Also das eine ist zu sagen, ich finde ihn einfach doof oder du bist doof. Ne? Und sich davon auch ein Stück weit zu lösen und sagen, okay, was habe ich denn jetzt gerade konkret, dass ich denke, der ist doof? Jeder Mensch macht das, was er tut, aus seinem besten Tun heraus. Und das einmal dann so aufzuarbeiten. Wir sagen zum Beispiel, okay, was ist denn jetzt wirklich die Beobachtung? Und die Beobachtung ist vielleicht, der gibt mir immer falsche Sachen. Ne? Und was ist dann die Wirkung? Die Wirkung ist, ich finde den halt doof. Und was ist eigentlich der Wunsch? Ich hätte gerne fehlerfreie Sachen. Und das ist für uns halt extrem wichtig, dieses Thema Zusammenarbeit. Und wie gesagt, da sind wir am Anfang. Gibt es noch viele, viele Dinge. Und das ist ein stetiger Prozess. Das ist einfach auch Kern unseres Geschäftes. Ne? Also wir sagen ja, wir wollen unseren Kunden jeden Tag glücklich machen, sei es mit Kaffee oder mit Wasser. Der Kunde hat auch die Möglichkeit, jeden Tag zu kündigen, weil wir da so fest dran glauben, dass das das Richtige ist. Das ist dann halt ganz banal eine Störung. Wie schnell schaffen wir es, eine Störung zu lösen? Unser Anspruch ist innerhalb von 48 Stunden. Natürlich klappt das nicht immer, aber oft sind wir auch schneller. Da sind halt sehr viele Menschen involviert. Das ist nicht, dass es die eine Person gibt, die so mit so einem Zauberstab rumgeht. Das ist halt sehr starkes Teamarbeit. Und das ist etwas, was wir halt für uns als Unternehmen stärker fördern wollen und auch da noch massiv Potenziale für uns sehen. Aber das ist halt auch ein Stück weit ein schwerer Weg, weil es hat halt mit Menschen zu tun.
Ich glaube, es braucht immer ein Team 1 oder ein Team 0. Bei mir ist es mein Führungsteam oder ich und mein Führungsteam. Also vor allem ich, weil ich bin der Erste dann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen und zu zeigen, wie es funktioniert. Wir testen manche Sachen auch einfach nur bei uns im Kreis aus, um einfach zu sehen, ist das etwas oder ist es nichts? Das Zweite ist das Thema involvieren. Natürlich kann man nicht über jede Details in der großen Gruppe abstimmen. Aber ich finde es schon wichtig, die Betroffenen mit einzubeziehen. Und das kann von bis sein. Es kann fairerweise am Ende auch sein, dass man sagt, ja, das kann ich alles verstehen, aber das ist jetzt das, was wir machen wollen. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, die Betroffenen mit zu integrieren, zu gucken. Wir haben es zum Beispiel bei der Einführung von Teams gemacht, wo wir selektiv einzelne Leute aus den Bereichen rausgenommen haben und gesagt haben, wie wollen wir das denn aufbauen und gemeinsam eine Vision entwickelt haben und daraus das Ganze dann aufgebaut haben. Und das Dritte ist, glaube ich, Konsequenz. Ne? Also bei all dem Integrieren und Abholen, was total wichtig ist, irgendwann kommt auch der Punkt, wo man sagt, bist du dabei oder bist du nicht dabei? Und wenn jemand nicht dabei ist, dann stellt sich halt die Frage, wie schlimm ist es, dass jemand nicht dabei ist? Weil manche Sachen, da ist es auch nicht wichtig. Ne? Also wenn man eigentlich mit wenig Leuten im Kontakt ist und sagt, dieses Teams ist gar nicht so für mich, ich konsumiere das nur, dann ist das halt akzeptabel. Wenn man auf der anderen Seite aber in einer Funktion ist, wo man mit extrem vielen Menschen zu tun hat und das dann nicht machen möchte, dann kann diese Person ihre Rolle am Ende auch nicht erfüllen. Und dann, glaube, dann braucht es eine offene Diskussion auch, und am Ende auch eine Entscheidung, wenn es nicht besser ist. Und ich glaube fest daran, dass Veränderung eine sehr starke Haltungssache ist. Und wenn man mit der richtigen Haltung daran geht, vieles einfacher ist. Und deswegen sind es halt diese drei Dinge: Vorbild sein, integrieren, aber dann auch die Konsequenz haben.